Hallo bei Piper Things. Heute das zweite Video bei der Firma Ramster. Und zwar im Speziellen zum Transformer Typ 1 und Transformer Typ 2. So, eines der neuesten Produkte oder der innovativsten Produkte bei der Firma Ramster ist der Transformer. Und da gibt es jetzt ein neues Produkt und da habe ich mir jetzt mal Hilfe dazu geholt, und zwar den Dirk. Hi. Und der Dirk kann uns jetzt hoffentlich mal ein bisschen was zu dem Transformer und auch zu dem Transformer Typ 2, der ganz neu ist, erklären. Machen wir, gern doch. Und zwar, das ist unser erster Transformer Royal, den wir hier vor ungefähr 4 Jahren auf den Markt gebracht haben. Und zwar ist es ja, Transformer steht ja für das tolle Umwandeln. Wir haben hier den Ofen im normalen Holzbackofen-Backmodus, wo ihr oben und unten eure beiden Gewölbe drin habt. Ihr könnt dann auch zusätzlich, und das ist eigentlich das Highlight an dem Gerät, den Ofen einmal komplett umbauen, indem ihr die Klappe öffnet, die kompletten Steine entnimmt und könnt ihn in eine Smokerbox umbauen mit Beihilfe der Offset-Smokerbox, die auch als Pfannengrill verwendet werden kann. Oder ihr verwendet hier einen Räuchereinsatz und baut den Transformer in einen Räucherofen um. Dazu können wir dann auch noch für die Leute, die nicht immer gerne Smoken haben möchten, eine Dutch-Ofenbox anschließen. Dann habt ihr euren Holzbackofen, Räucherofen oder Rotisserie-Grill und hier auch noch eine Offset-Grillbox an eurem Ofen dran. Jetzt ganz neu, als absolutes neues Highlight, das wir jetzt hier auf den Markt gebracht haben, 22, ist dann unser Transformer Royal Typ 2. Er hat sich ein bisschen von der Optik und von der Idee an unserem Le Grand Typ 2 gewidmet, auch mit der ganz großen Klappe. Wir haben oben wieder ein großes Pizzagewölbe und in den unteren Bereichen 2 Rotbackgewölbe. Und das Tolle ist, auch unser Transformer Typ 2 ist einmal komplett aufklappbar. Die Steine können hier komplett genommen werden. Ihr habt über 1,05 Meter eine komplette Grillfläche oder könnt einen kompletten Grillspieß für einen kleinen Spanferkel anbringen mit einer Backburner-Box. Und hier können natürlich auch Smokerbox und Dutch Ovenbox angeschlossen werden. So, nachdem uns der Dirk jetzt ja gerade eben den Transformer vorgestellt hat, möchte ich nochmal auf ein paar Details eingehen. Also an der Smokerbox finde ich total cool, dass man da hier direkt die Hitze rauslassen kann und hat dann hier nochmal so einen Herd quasi auch. Ja. Auch unten, hier wäre dann die Smokerbox, wo das Feuer gemacht wird. Und ich wollte nur jetzt nochmal zeigen, wie dann der Rauch, das zeige ich aber jetzt an dem anderen hier. Hier sieht man jetzt gerade den Spalt, wenn die Smokerbox, die hängt dann ab hier runterwärts, da dran hängt, dann kommt hier unten der Rauch rein. Und dann kann man natürlich hier drin wunderbar räuchern etc. Und das gleiche funktioniert auch bei dem Typ 2 Transformer. Da würde man dann einfach hier die letzte Steinplatte hier rauslassen. Und dann kann man auch hier die Räucherbox eben entsprechend außen anschließen. Ich finde es ein total spannendes Konzept, vor allem wenn jemand noch keinen Grill zu Hause hat, weil mit diesem Gerät kann man wirklich alles machen. Das ist tatsächlich Holzbackofen, ein vollwertiger Holzbackofen und Grill in einem. Ich probiere das jetzt gerade mal hier zu bewegen und tatsächlich, ich schaff's. Es geht viel leichter als gedacht, das Gerät zu öffnen und zu schließen. Ich finde es auch mit dem runden Dach gegenüber dem Le Grand Typ 2, den wir hier sehen, finde ich persönlich noch eine Ecke hübscher. Ich finde es, wie gesagt, rundum eine tolle Sache. Natürlich ist es auch eine Investition, muss man ganz klar sagen. Aber das ist ein Gerät, wo man bis zum kleinen Spanferkel hin Dutch-Ofen-Gerichte alles eben auf Holz und Holzkohle zubereiten kann. Echt klasse. Das war das Video zum Transformer Typ 1 und Transformer Typ 2 der Firma Ramster. Schaut es euch mal an im Internet, kommt vorbei im Geschäft hier. Wirklich eine tolle Ausstellung. Ich bin dafür nicht bezahlt worden. Es ist
einfach meine Meinung, ja, die ihr in dem Video gesehen habt. Und bis zum nächsten Mal bei Piper Things.